Hallo und herzlich willkommen zum 10 Years und 10 Books Tag. Ja, ich habe den vor ein paar Wochen gefunden und fand den eigentlich relativ cool. Im Prinzip geht es darum, dass man pro Jahr, wo man Bücher gelesen hat, quasi sein Lieblingsbuch raussucht. Glücklicherweise bin ich seit 2014 bei Goodreads, das heißt, ich konnte das relativ gut nachtracken. Das heißt, es sind exakt 10 Jahre, wo ich bei Goodreads bin. Also nicht, dass ich lese, das habe ich schon früher, aber ich glaube, exzessiv habe ich tatsächlich auch vor 10 Jahren wieder angefangen, so richtig krass zu lesen. Und ja, dann bin ich dann mal die Listen durch, was ich so in meinen Lese-Challenges auf Goodreads gelesen habe und versuchte mal nachzuvollziehen, noch was war mein Lieblingsbuch in diesem Jahr. Das ist natürlich auch so ein bisschen aus der Perspektive von jetzt betrachtet, aber ich bin auch tatsächlich nach den Sternebewertungen gegangen, wo mir auch aufgefallen ist, dass ich früher echt relativ 4-5 Sterne gegeben habe. Man wird im Laufe der Zeit definitiv kritischer. Aber ja, deswegen, weil es auch 10 Bücher sind, beziehungsweise dieses Jahr ist ja noch schwierig zu sagen. Wir sind ja erst bei knapp über der Hälfte. Und ja, ich mache mal eine Prognose, aber momentan ist es noch eins, aber das kommt dann am Ende. Starten wir direkt mit dem Jahr 2014. Das war auch das Jahr, wo ich wieder angefangen habe, so richtig exzessiv zu lesen. Und das kam damals tatsächlich durch Cassandra Clares Shadowhunter-Reihe, also The Infernal Devices und The Mortal Instruments. Angefangen natürlich alles mit City of Bones, das ich damals auch theoretisch, wo ich es als erstes gelesen habe, als Lieblingsbuch titulieren würde. Aber es war eine andere Reihe tatsächlich von ihr, die ich besser fand, und zwar die Trilogie The Infernal Devices, und zwar Clockwork Angel. Ich hatte die The Mortal Instruments, ich verwechsel die beiden auch immer, komplett durchgesuchtet, ich glaube, also die ersten 3 Bücher in einer Woche. Und dann habe ich die anderen beiden, musste ich dann nachbestellen, wo ich dann rausgefunden habe, dass es welche gibt, und habe das auch gemacht, habe die dann auch gelesen, ein bisschen länger gebraucht, weil die waren nicht so gut, also Teil 4 und 5. Und dann Teil 6 kam natürlich erst später raus, das war damals noch gar nicht erschienen. Und dann habe ich die hier gelesen, das ist ja mit Tessa Will und Cem, und es war absolut fantastisch. Von vorne bis hinten, und eins der wirklich schönsten Abschlüsse von einer Reihe, die es gibt. Im Endeffekt war es ja nicht ganz so ein Abschluss, weil die Charaktere ja nochmal vorkommen in anderen Reihen, aber es war so ein fantastischer Epilog, wirklich selten so eine wirklich schöne Story geschrieben gehabt. Ich habe also wirklich damals die Shadowhunter total, ich war total süchtig danach. Und ja, Clockwork Angel für 2014. Gehen wir weiter zu 2015. Ja, ich habe eine Menge YA gelesen am Anfang, werdet ihr ja sehen. Und ich war so ein bisschen am Hin und Her überlegen, welches, aber tatsächlich habe ich dann 2015, ich glaube, die anderen habe ich tatsächlich das Jahr davor gelesen, die Reihe von Lainey Taylor beendet, und zwar, naja, Zwischen den Welten heißt sie auf Deutsch, Dreams of Gods and Monsters, also Daughter of Smoke and Bone, Days of Blood and Starlight und eben Dreams of Gods and Monsters, der dritte Teil. Und ich fand es absolut unglaublich toll. Also im Prinzip geht es ein bisschen um Engel und nicht Dämonen, sondern Chimären, die schon ewig im Krieg sind. Und auch auch eine Love Story, aber ich finde, ja, sie ist präsent, aber ich finde die irgendwie, sie geht wirklich schön in der Story auf oder gibt halt auch einen schönen Story-Hintergrund. Und in dem Fall ist es auch so, dass die Chimären quasi immer wieder in neuen Körpern wiedergeboren werden können, also ihre Seelen. Und da geht es hier um, ich weiß gerade gar nicht, wie sie hier, Karu. Und ja, natürlich eine verbotene Liebe, wer hätte es gedacht. Aber wie gesagt, die Story überhaupt, sie war sehr melancholisch, aber sehr toll geschrieben. Es gibt auch richtig klasse Nebencharaktere. Und ja, es hat irgendwie Spaß gemacht, allein diesen Krieg zu verfolgen. Und dass es eigentlich gar nicht so ein richtiges Gut und Böse gibt bei diesen Seiten, sondern jeder so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und das fand ich damals ganz cool. Also das hier für 2015. 2016 habe ich dann eine Reihe angefangen, die habe ich tatsächlich auch nochmal gelesen, in der Hoffnung, dass die nächsten Bände schneller rauskommen. Leider, ja, war es dann sehr, 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 sehr lang. Und zwar Ein Ember in the Ashes, beziehungsweise zu Deutsch Elias und Laia von Sabaa Tahir. Das sind ja insgesamt 4 Bücher. Ich habe Buch 1 und 2 gelesen und dann hat es, glaube ich, 5-6 Jahre gebraucht, bis Teil 3 rauskam oder so. Es war lang. Es war wirklich lang.
ich glaube, 5 Jahre oder so. Oder 4, sei es auch nur. Also, aber auf jeden Fall eine extrem lange Zeit für eigentlich, ja, mehr oder weniger ein Jugendbuch ist es schon, weil die Charaktere relativ jung sind. Aber ich finde auch die Thematik, die es behandelt, obwohl auch eine Love Story wieder drin ist, ist mega cool. Also wir haben so ein bisschen, also man könnte sagen, römisches Empire, weil es gibt mehr oder weniger diese Übermacht, die auch sehr, ja, matriarchisch unterwegs. Also sie haben, ist eine Militärmacht, die alle anderen besetzt haben, und alle anderen dienen mehr oder weniger als ihre Sklaven und Untertanen. Und dann gibt es besondere Elitekämpfer eben in diesem Imperium, die silberne Masken anlegen nach ihrer Initiation und halt die besonders wirklich super starke Kämpfer sind. Und die kann man auch nicht wieder abnehmen, die Masken, und darum geht es auch. Wir sind zum Teil am Anfang in dieser Schule unterwegs, eben mit Elias, der einer von denen ist. Und dann gibt es noch Laia, die gehört eher zum unterdrückten Volk. Das kann man eher auch mit den, ja, mit dem Beduinenvolk vergleichen, weil es spielt sehr viel auch in der Wüste. Es gibt auch ein bisschen mystische Charaktere wie Djinn etc. Also es geht auch so ein bisschen in die orientalische Richtung zum Teil. Aber ja, also so vom Setting her richtig cool und von der Story. Wie gesagt, ich habe gar nicht alle 4 Teile gelesen. Den ersten fand ich fantastisch, den zweiten auch. Beim dritten folgen wir ein bisschen anderen Charakteren noch tatsächlich, wo man am Anfang so ein bisschen kritisch ist, aber dann lieben lernt. Aber ansonsten, der erste Teil hat mich so krass umgehauen und das war für 2016 wirklich mein Highlight. Kommen wir zu 2017. Da musste ich hart überlegen, aber ich bin mit einem Buch gegangen, wo ich tatsächlich den ersten Teil richtig klasse fand. Ich glaube, ich habe tatsächlich beim dritten Teil auch nur so ein bisschen die Lust verloren, weil The Wheel of Time dazwischen kam und mich das natürlich völlig aus dem Socken gehauen hat. Und zwar geht es um Never Night von Shay Christoph, dem ersten Teil, in dem Fall die Prüfung zu Deutsch. Das einfach mega cool. Es war die Art und Weise, wie es geschrieben wurde. Auch am Anfang fand ich noch die Subtexte richtig witzig. Also es ist auch witzig. Immer diese Kommentare darunter. Und auch, wie gesagt, die Art und Weise, wie es geschrieben wurde. Dieses düstere, brutale, aber irgendwie, das war so ein bisschen nicht der Anfang von Grimdark, weil tatsächlich habe ich ja die Zwerge vor Jahren gelesen und die Albe. Aber das war so ein bisschen auch, es geht in die Jugendbuchrichtung, weil der Charakter sehr jung ist, aber so vom Setting her und von der Welt absolut gar nicht. Und dann war halt auch noch die Assassinenschule, also es geht ja um Mia, die will Teil dieser Roten Kirche werden, einer Assassinenschule mehr oder weniger, und wo es wirklich brutal einhergeht. Und es gibt in dieser Welt auch so ein bisschen Magie, und zwar so mehr oder weniger Schattenmagie, es gibt aber auch verbotene Blutmagie, und allgemein, das komplette Setting ist wirklich sehr, sehr brutal, und es war einfach faszinierend. Es war mal was Neues und ich fand es, also nicht unbedingt, dass Assassinen irgendwie neu sind, aber die Art und Weise, wie es geschrieben wurde auch, ich mag Shay Christophs Schreibstil unheimlich gern, ich finde seinen Humor klasse, und ja, es hat einfach Spaß gemacht. So viel dazu, 2017, Never Night. Ich sollte mich kürzer halten. 2018, gehen wir weiter. Es war wieder ein Jugendbuch, wer hätte es gedacht, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, hält den Standard auch nach wie vor. Ich habe es vor 2 Jahren tatsächlich nochmal als Hörbuch gehört, und Teil 1 ist nach wie vor der absolute Knaller und für mich die Original Story von Enemies to Lovers, weil was anderes hält meistens gar nicht damit. Und zwar Cruel Prince bzw. Elfenkrone von Holly Black bzw. The Folk of Air. Für mich ist es ist mehr oder weniger Urban Fantasy, weil es spielt in der Fairy-Welt, aber es gibt auch Zugang zur echten Welt, wo auch unsere 2 Hauptcharaktere ursprünglich herkommen. Das sind 2 Zwillingsschwestern, und die wurden in der Fairy-Welt aufgezogen. Und da gibt es natürlich daher auch der Name Cruel Prince, dann eigentlich heißt es im Englischen ja so, der Prinz von diesem Königreich, der ist aber, glaube ich, auch der jüngste von, was sind 7 Kinder? Ich weiß es gerade nicht mehr, 5 oder 7. Und der ist halt so ein bisschen so ein Taugenichts, also er trinkt viel, hängt eigentlich nur rum und quält andere gern. Das ist sein Hobby und unter anderem auch unsere Hauptcharakterin Chu. Und ich sage ja, man ahnt es schon, ne? Enemies to Lovers. Aber ich finde die Art und Weise auch, wie gesagt, wie die Welt gestaltet wurde von Holly Black, dass es eben wirklich
grausame Elfen sind, dass nicht alle Elfen so Kuschelelfen sind, sondern dass die auch wirklich bösartig sind von Grund auf und absolut nicht liebenswert, alle nicht. Dass es halt wirklich so ist, wie man sich Fairies im Original immer vorstellt oder wie sie auch ein bisschen andere Fantasy-Literatur, wie zum Beispiel die Dresden-Files, porträtiert werden, dass die eben einfach nur trickreich sind und immer auf ihren Vorteil bedacht. Und das finde ich richtig cool, wie sie das übernommen hat. Und es macht einfach Spaß, es ist eine super kurzweilige Reihe. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich finde es theoretisch auch wirklich gut für Leute, die eigentlich nicht so mit Jugendbüchern am Hals haben, weil die Story halt auch wirklich richtig cool ist und sehr, sehr fesselnd. Ja, das für 2018, also Elfenkrone, Cruel Prince. So, 2019, das Jahr der Jahre. Das war das Jahr, wo ich endlich Brandon Sanderson entdeckt habe und angefangen. Ich habe angefangen, Mistborn zu lesen, sprich die Kinder in des Nebels. Habe den zweiten Teil tatsächlich auch gelesen. Und dann habe ich gesehen, von wegen, oh Gott, Brandon kommt in 2 oder 2,5 Monaten, glaube ich, nach Stuttgart zur Signierung von Teil 6 im Deutschen. Also die Splitter der Macht waren das, glaube ich, damals. Und im Englischen quasi den zweiten Teil von Oathbringer, weil die Deutschen wurden ja immer in 2 Teile aufgeteilt. Und macht eine Lesung. Und ich war so, ich muss da unbedingt hin. Nachdem ich halt Mistborn schon angefangen habe, ich war absolut überwältigt. Und dann habe ich natürlich in 2 Monaten habe ich die komplette Stormlight Archive-Reihe durchgezogen, weil ich nicht gespoilert werden wollte bei der Lesung, aber ich wollte unbedingt hingehen. Also, Fakt ist, war es mein Lieblingsbuch? Wahrscheinlich eher Words of Radiance, aber weil es einfach so special war und ich auch nicht aufhören konnte, Way of Kings. Ich halte das stellvertretend hoch für die ganze Reihe, weil ich kann es echt nicht mehr sagen. Aber weil einfach der Anfang schon so, ich fand ihn faszinierend. Viele sagen, er ist super langsam. Ja, der Anfang ist langsam. Aber wenn man, ich hatte so einen Druck hinter. Ich konnte aber auch nicht aufhören mit Lesen. Also zum einen wollte ich mir diese Challenge setzen, zum anderen hat die mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich gar nicht aufhören konnte mit Lesen. Ich habe in jeder freien Minute, habe ich das Stormlight Archive gelesen und ich habe tatsächlich halt auch in 2 Monaten wirklich alle 5 Bücher dann gelesen gehabt. Nee, es waren nicht mal 2 Monate. Ich glaube, ich hatte tatsächlich pro Buch irgendwie eine Woche oder so gesetzt. Es waren, glaube ich, 1,5 Monate. Also es war nicht viel Zeit. Und ja, deswegen stellvertretend The Way of Kings. Das hat mir Tür und Tor geöffnet für höhere Fantasy und hat mir so ein bisschen auch die Jugendbücher versaut, weil dadurch hatte ich keinen Spaß mehr, weil ich wusste, was man schreiben kann und welche Qualität es auch haben kann. Und danach fand ich irgendwie die Jugendbücher nicht mehr so ansprechend. Die wirkten so langweilig, wenig durchdacht, ohne Tiefe. Und deswegen erwähne ich das öfter auch mal und sage, Brandon hat mir die Jugendbücher versaut. Danke dafür, Brandon. Also ich bin wirklich froh, dass ich es in die Hand genommen habe und da auch ein bisschen andere Bücher dadurch kennengelernt habe. Muss ich noch beschreiben, um was es geht? Ich habe ja eigentlich eine komplette Reihenvorstellung schon mal gemacht über das Cosmere bzw. das Stormlight Archive. Insofern werde ich darauf verweisen. Ja, und weil ich dann hart angetriggert war von Brandons Reihe und sowieso dann auch ein bisschen Booktube geswitcht habe Richtung Daniel Green und der mir, ich glaube, ich habe dem schon eine Weile gefolgt dadurch und dadurch er ständig von Wheel of Time geredet hat, war ich so, Gott, eigentlich, solltest du nicht gleich so eine lange Reihe am Anfang lesen, aber egal, mach es einfach und ich bin so froh. Ich muss sagen, ich habe gestruggelt bei Wheel of Time mit dem ersten Band, der habe ich ewig gebraucht. Um da tatsächlich durchzukommen. Ich glaube, 1,5 Monate tatsächlich, weil ich irgendwie, er war sehr langsam, The Eye of the World. Ich habe ihn aber, wo ich ihn nochmal gelesen habe, tatsächlich fand ich ihn absolut phänomenal. Ich glaube, der ist so ein Grower. Also der, je mehr man ihn liest, desto besser findet man ihn. Vor allem, wenn man dann das Ende kennt und dann immer schon die Hinweise sieht. Auf jeden Fall habe ich in diesem Jahr 2020 verdammt viele Wheel of Time Bücher gelesen, nachdem ich, wie gesagt, bis Mitte des Jahres, ich glaube, ich habe bis Juni gebraucht, bis ich Teil 1 beendet habe, also es waren 1,5 Monate, ich hatte im Mai, glaube ich, angefangen und dann habe ich direkt Teil 2 gelesen und der hat, weiß ich nicht, war eine komplett neue Welt. Ich habe erstens schneller gelesen, zweitens, wo ich ihn dann beendet habe, da war ich ja auch in Dresden und war alleine in meiner Bude und ab dann gab es kein Halten mehr und nachdem ich diesen Epilog oder dieses letzte Kapitel von Teil 2 gelesen habe,
war vorbei. Ich habe dann, glaube ich, pro Woche ein Buch durchgesuchtet. Und dann wollte ich sie auch nicht mehr auf Kindle lesen. Das hatte ich nämlich ursprünglich. Und das waren auch meine Bücher, wo ich gestartet habe mit Englisch lesen tatsächlich. Weil die eben viel billiger waren. Die deutschen Versionen waren sehr, sehr teuer, die deutschen Hardcover. Nichtsdestotrotz habe ich mir irgendwann die Hardcover auf Englisch geholt. So, wo wir aber jetzt zum Punkt kommen. Mein liebstes Wheel of Time Buch in diesem Jahr war tatsächlich Teil 6, Lord of Chaos. Einfach, es ist auch das dickste gewesen. Ich habe es aber am schnellsten durch. Ich glaube, 5 Tage für diese 1000 Seiten. Es war fantastisch. Ich konnte es nicht weglegen. Ich war voll im Rant-Fever. Und gerade dieser Band, der hatte ja seinen Totalabsturz, mehr oder weniger. Also sein Struggle und alles, was drumherum passiert. Und das war einfach on peak. Also für mich war Lord of Chaos einfach absolut fantastisch. Und ich muss endlich eine Reihenvorstellung zu Wheel of Time machen. Ich werde aber auch nicht mehr sagen, außer liest diese Reihe. Und lasst euch bitte nicht abschrecken. Also man braucht ein bisschen, aber ja, es ist eine wundervolle Reihe mit einem wundervollen Ende. Also Brandon hat das ganz toll beendet. Und ja, so viel dazu. Das für 2020. Wie gesagt, mehr sage ich nicht, weil das ist ein Spoiler. Das ist Teil 6. Ich möchte da nicht zu viel drauf eingehen. 2021. Ein Buch, das mich völlig überrascht hat. Ich habe das schon öfter gesehen auf irgendwelchen Kanälen, von wegen, dass es sehr, sehr, sehr düster sein soll. Und ich dachte mir, okay, ich habe Lust auf sehr, 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 sehr düster. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, in dem Jahr, wo ich auch Wheel of Time angefangen hatte, es war 2020, hatte ich auch Joe Abercrombie angefangen, also die Klingenromane zu Deutsch, also The First Law. Und ja, hat nicht gewonnen gegen Lord of Chaos, aber war mit dabei. Und war dann ein bisschen mehr auf den Geschmack von düsterer Literatur gekommen. Also habe ich 21 dann was in die Hand genommen, wo viele sagten, das ist fast noch brutaler. Und zwar Prince of Thorns von Mark Lawrence, beziehungsweise The Broken Empire Trilogy. Und ich habe das Buch schon so oft hochgehalten, also ihr werdet es wissen. Es ist abartig. Also der Hauptcharakter Jorg ist ein richtiger Soziopath. Und er ist nicht nur der Protagonist, er ist auch gleichzeitig der Antagonist, was die Story unglaublich faszinierend macht. Und dennoch schafft es Mark Lawrence, dass man irgendwann so krass mit dem Charakter rootet, weil der halt auch absolut intelligent ist und die Art und Weise, wie er Dinge angeht, so systematisch. Und ja, es macht einfach Spaß. Vor allem Teil 2 ist ein absoluter Knaller. Ein bisschen in Mindfuck, aber wie das so hin und her springt in der Zeit und von wegen, wie nach und nach die Pläne enthüllt werden. Absolut genial, aber Teil 1 war so faszinierend. Also es war so düster und ja, es ist nicht für jedermann. Das will ich nicht ausschließen. Also es ist wirklich nicht so mal so zwischendurch und es ist auch wirklich, befasst sich mit Thematiken, wenn man da ja ein bisschen sensibel drauf anspringt, nicht so gut. Also auch Vergewaltigung, natürlich Mord, wer hätte es gedacht, etc. Alles dabei. Und ich fand es trotzdem, wie gesagt, war ich so richtig krass, also das war richtig, richtig düster. Wirklich. Und aber die Art und Weise, dass eben der Protagonist der Antagonist ist, super. Mega. Macht einfach Spaß. Ist mal was anderes. Wer will denn immer nur über gute Leute lesen? Das ist ja auch langweilig. Ich finde auch tatsächlich, wenn in Büchern immer der Antagonist quasi nochmal eine Sehne kriegt, finde ich das auch immer unglaublich interessant, weil man weiß, was er denkt. In dem Fall ist es eben eine und dieselbe Person. Es ist aber auch nur aus einer Sicht geschrieben. Ja, das war für 2021, Prince of Thorns. Gehen wir weiter zu 2022. Ihr werdet es ahnen. Meine Allzeit-Lieblingsreihe und zwar, ich muss mich mal runterbeugen langsam, The Red Rising. Ich habe ja alle Bücher im September 2022 gelesen und selten so eine Reihe gehabt, die mich absolut so umgehauen hat, außer davor The Wheel of Time. Red Rising hat es abgelöst, also für meine komplett Lieblingsreihe. Fantasy ist es nach wie vor, Wheel of Time, weil das ist ja Sci-Fi. Aber hat auch mir ein bisschen die Liebe für Sci-Fi geöffnet. Ich habe ja dann noch ein paar andere gelesen tatsächlich in dem Monat. Aber zurück zu Red Rising. Absolute Lieblingsreihe, liebstes Buch aus der Reihe, habe ich auch schon öfter hochgehalten. Das zweite, Golden Sun. Das erste war gut.
Hat mich aber noch nicht so aus der Bahn geworfen. Ich hat tatsächlich nur 4 Sterne gegeben. Das ist auch das einzigste in dieser kompletten Reihe, das nur 4 Sterne gekriegt hat. Und das ist ja schon gut. Aber dieses Buch ist halt der absolute Knaller, empfinden auch viele so, weil eben dadurch, dass du am Anfang hast du nur so ein bisschen vorgeblänkelt und eine ziemlich eingeschränkte Sicht auf die Welt. Du lernst sie ziemlich schnell kennen, dass sie grausam, brutal ist. Aber du hast eben auch nur im ersten Teil diese Akademieansicht. Und im zweiten Teil ist das komplett anders. Du lernst endlich die Welt kennen, du lernst diese Politik kennen, die da auch vonstatten geht, die ganzen Familien, also die Goldenen, die über alles herrschen und eben wie das ganze Universum mehr oder weniger funktioniert und gehst auch auf andere Planeten und bist nicht nur auf dem Mars wie im ersten Teil und das macht das so interessant. Du hast auch Weltraumkämpfe, du hast so Kämpfe, ich sage ja, Pierce Brown kann alles, er kann unglaublich spannend schreiben, er hat kann unglaublich tolle Charaktere schreiben. Darrow ist ein absolut faszinierender Charakter, weil er ist zwar eigentlich unser Held, aber er ist eher so ein Anti-Held, mega Anti-Held. Also er nutzt auch gerne mal die Taktiken seiner Gegner, um eben diese zu vernichten. Die Frage ist, macht ihn das jetzt besser? Ja, also weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache eben. Der Zweck heiligt die Mittel ist ja so eher kritisch zu betrachten. Auf jeden Fall macht es unglaublich Spaß, eben weil dieser Charakter auch so viel Tiefgang hat, so viel Twists in sich. Und auch wie gesagt, die Story komplett, die Charaktere drumherum, der Humor, absolut fantastisch. Und die Kampfszenen, ich sag ja sowohl Weltraumschlachten als auch normale Kampfszenen sind phänomenal cool. Es macht einfach komplett Spaß und ich muss mich schon echt zurückhalten, ich bin so gespannt, ich möchte die Reihe unbedingt nochmal lesen, bevor dann The Red God rauskommt, wenn es ein Release-Datum gibt, dann plane ich mal einen Reread. Ich liebe es. Also die ganze Reihe ist einfach absolut fantastisch und ich kann sie nur jedem empfehlen. Wenn ihr Red Rising noch nicht gelesen habt, haut rein, das ist absolut richtig toll. Es ist aber auch eher düster. Ne? Also ich sage ja, Buch 1 denkt man auch, ach ja, ist eine YA-Story und dann kam Buch 2. Und dann wurde es zu einer richtig krassen Grimdark-Story im Sci-Fi-Universum. Richtig, richtig toll. So, weil wir ja gerade schon so viel über Red Rising geredet haben, mache ich den nächsten sehr, sehr kurz. Das war 2023. Leider war das buchtechnisch nicht so ein krasses Lesejahr, aber eins hat es hochgeschafft, und zwar der 6. Teil von der Red Rising-Saga, beziehungsweise in dem Fall der 3. Band der Iron-Gold-Reihe. Und zwar Lightbringer von Pierce Brown. Also wie gesagt, 6. Teil? Ja, 6. Teil. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nein, Red Gold ist dann der 7. Musste schummeln. Okay, ja, genau. Den habe ich dann gelesen. Der kam, glaube ich, im September tatsächlich raus. 2023, September oder August. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe ihn gleich gelesen. Ich habe es an 4 Tagen durchgesuchtet. Absolut fantastisch. Die Wendungen, die es genommen hat nach dem letzten Band, nach Dark Age. Dark Age war das brutalste Buch, was ich je gelesen habe. Das muss ich echt sagen, das sagt aber jeder. Da ist Joe Abercrombie, ist ja da eine hübsche, nette Fantasy-Story dagegen. Und ja, Lightbringer hat mich absolut umgehauen. Wie gesagt, die Charakterentwicklung da drin und die Art und Weise, wie er die wie Pierce die Story gedreht hat so ein bisschen, dass wir wieder mehr, wie der Titel schon sagt, ins Licht rücken und nicht nur die dunkle Seite von allem sehen, sondern vielleicht auch ein bisschen Hoffnung? Vielleicht auch nicht. Er hat uns zerstört am Ende. Wem machen wir was vor? Ich glaube, ich werde den nächsten Teil nicht verkraften. Auf jeden Fall, ja, ihr merkt schon, Red Rising ist fantastisch. 2023, Lightbringer. Und somit sind wir auch im Jahr 2024 angelangt. Ich meine, das ist noch nicht ganz so vorbei. Wir haben August, aber bis jetzt kann ich zumindest schon mal sagen, dass es ein Buch ist, was ich witzigerweise, wo ich die Story schon kannte, habe auch gerade Teil 2 beendet und ging genauso mega weiter. Also ja, und wenn ein Buch dann schafft, dich noch umzuhauen, obwohl du eigentlich die Story kennst, was will man mehr? Und zwar, ihr ahnt es schon, geht es um A Game of Thrones von George R. R. Martin. Das war ja auch in meinem Mid-Year Book Freakout-Check schon als Favorite-Buch oben. Ich habe gerade Clash of Kings beendet. Und die ersten beiden sind ja relativ nah noch an der Serie. Die Serie kenne ich ja, wie gesagt. Und es ist trotzdem absolut fantastisch, die Art und Weise, wie George R. R. Martin schreibt und auch wie er die Charaktere, allein in den Charakteren zu stecken, finde ich, macht es nochmal sehr viel interessanter. Weil man hat ja in der Serie natürlich nicht die ganzen Gedankengänge und so weiter. Und das, finde ich,
eben so faszinierend in diesem Buch, was die nochmal absolut abhebt davon. Auch wenn, wie gesagt, die Story jetzt noch sehr nah dran ist. Ich glaube, es gab eine kleine Änderung tatsächlich im zweiten Teil jetzt, wo mir aber gerade nicht mehr einfällt. Aber an sich absolut fantastische Reihe. Bisher, ich will fast schon Teil 3 gleich anfangen, aber ich habe andere Pläne noch. Also ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder 6 Monate braucht, bis ich den nächsten lese. Andererseits haben wir ja noch einen Puffer. Ja, absolut fantastisch. Bis jetzt mein Lieblingsbuch, obwohl ich, wie gesagt, die Story schon kannte, von 2024. Gucken wir mal, ob es noch abgelöst wird. Ja, das waren mal meine Bücher, meine letzten 10 Jahre und meine Lieblingsbücher in diesen letzten 10 Jahren. Ich würde euch jetzt nicht bitten, hier alle 10 Jahre aufzuschreiben, weil das kriegt man auch wirklich schlecht zusammen. Aber wann habt ihr denn so angefangen, so richtig zu lesen? Hattet ihr vielleicht auch mal zwischendurch eher so eine ruhige Phase? Oder wann kam das bei euch wieder so, dass ihr richtig in Leselaune wart? Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Reinschauen. Liked und subscribed und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!